Jo, hallo und herzlich willkommen zu noch einmal Let's Play von Let's Play Force. Und wir zocken Battlefield 3 die Kampagne weiter. Ein steiniger Weg heißt die jetzige Mission. Und ja, nach meinem Urteil, das ist einer der geilsten Missionen. Denn hier kann man wirklich die Sau rauslassen. Einfach nur Gegner überall Kommt und Ihnen das bekannt vor? rumgeballere, als gäbe Sollte es es keinen nämlich. Morgen. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit Ein davon. Porno Oh, von es deiner kostet Sie Mutter. gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Porno Sie von es deiner Mutter verschwendet, hätte uns mir gezeigt? besser gefallen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte In dem angeblich mit den Schlafzimmer verschwundenen deiner Waffen Mutter dort und sein. haben sie Angeblich. fertig gemacht. Nur sie hörten Al-Bashirs Einfach Geständnis. hinten Niemand einer weiß, von woher vorne, dieses Handy dann hat, hätten gelogen, sie mir. Wir unten. müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilattal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Komplikationen. Jetzt komm schon. So, Montes fährt. Ob das eine gute Idee ist. Okay. Kafarovs Helmholtz Anwesen liegt auf der Metkovic anderen schlägt. Talseite, direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit LAB, den warum Bomben zu sitzen wir tun nicht im haben. LAB? An alle Missverkennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3, habe keine weiteren Infos. Out. Schluss. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Ja, wollte ich auch sagen, hier. Ja. 34 Minuten. Er hat doch ich gar habe keine 34 Uhr Minuten an. geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Na, jetzt will ich auch Und einen, das, was zu Vater. bedeuten hat? Jetzt, du machst mich sauer. Oh, shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! In den Bäumen! Und hier die nächste Fahrzeug Trophäe, getroffen, Leute. Hinter dem Feld, linke Seite! Führung Mittel, hier 1-3, stehen unter Präzisionsbeschuss. 2-3, Herr Präsident, greifen an! Eine muss, eine muss ich den Soldaten hier. Messer. Und zwar so, zack. Nein! Alter, was war das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Was für eine scheiß Tarnung hatten die denn an? Habe ich gar nicht gesehen. Ist wahrscheinlich gerade eben da gespawnt. Mann, ey, das passiert mir andauernd. Hauptsache, ich mach zwei kalt und dann kommt so ein Lutscher und messert mich. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Das ist mir scheißegal, was du getrunken Ob hast. Das was zu bedeuten hat? Ja. Oh, die Muschel in den Mutter. Fertig gemacht hier. Ich will jetzt wieder ein Messer. Fahrzeug getroffen, wird von links geschossen. Heiß hinter dem Feld, linke Seite. Führung Mitte, 4-1-3, stehen unter Präzisionsbeschuss. 2-3, Herr Präsident. Alter, steht er da und wir haben ihn gar nicht gesehen. Richtig, ja, und zack, und Messer sind alle. Gott, er hat mich da schon nicht Messer hier. Was? Wo war der denn, Alter? Was soll die Scheiße? Mann! Hat nichts Besseres zu tun, als mir auf die Eier zu gehen. Ich laufe gleich nur mit dem Messer rum. Und ich habe Jetzt kommt er mir wieder mit dem Vanille-Shake hier. Ob das was zu bedeuten hat? Ja, das bin ich mit deiner Mutter fertig gemacht hier. Fahrzeug
Ich sehe den Film noch jemand. Gott sei Dank. Ich will jetzt nicht hier weitermessen, denn sonst kriege ich wieder auf die Schnauze. Wo ist er? Wo ist er? Was haben wir hier für eine Sekundärwaffe? Gar nichts. Die Russen haben doch diese AN-94, die ja so geil ist. Da ist er schon. Ja, wo ist er hier? Habe ich da unten einen oder so? Ah, da. Was zum Henker geht hier ab? Alter, die AN, die ist einfach. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Los, los! Ja, los, los. Ich bin jetzt zwei AN. Bewegung, Bewegung. Hier kommt. Das ist ja normal. Oh, nein, nein, Messer mich probiert. Will ich messern? Ach was? Ich lasse das immer mit dem Messer rein. Das geht mir nicht schief. Das weiß ich mir nicht jetzt schon. Und dann müssen wir uns hinbewegen. Und die Leiche beobachten. Denn wir schänden jetzt die Leiche hier. Komm, T-Bag. Zack, 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 zack. Wo sind wir denn geteabagt? Oh, oh ist Gott hier. Verdammt! Russische Fallschirmjäger! Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht ich arbeiten sie für Kafarov. Das war jetzt oder so eine Trophäe, das mit dem Sorgen, Messern. Wenn man hier einen messert, von diesen Lutscher hier, ja, dann kriegt man die Trophäe vermisst oder wie man auch heißen soll. Ja, reden wir, oder? Wir haben keine Zeit für Aufrufe, komm zurück! Genau, latschen wir erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend. Geil. Geil, 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 geil. Oh, fuck! Russische Transporter! In der Tat. Und ich guck mal, was die da alles ablassen hier. Jetzt sind Gott, alles Russen. Keine Chance! Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls okay, zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Sie retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir ja, werden los. Einen neuen anfangen. Was für ein Scheiß! Und jetzt, lass die Befehle gehören, los! Oh, nein, 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 nein. Alter, ich komme hier nicht mehr durch. Keine Chance. Ich bin schießgeil heute hier. Ziele, Turm-MG. Okay, zielen. Das üben wir nicht mehr. Zack. Ja, das ist vorhin, weil ihr mich da unten messen. Haltet eure Sektoren!
Gott, ich sollte mir lieber wegbleiben. Was ist das hier für ein Scheiß, Alter? Alter, was soll ich das hier? Alter, was ist das für ein Fehl? Alter! Ach so! Okay, das war's, ich muss hier hin. Das war aber jetzt hier ein Fehl. Was bin ich scheiße, Alter. Wo geht der Himmel hier? Den muss ich folgen, okay. Was für ein Captain, Alter. Was für ein Captain. Bleibt schön hinten und macht den Scheiß. Ah, das sind richtig cool hier. Medkovic und Montes. Was machen die? Die scheißen. Okay, die scheißen hier eine Runde. Okay, dann scheißen wir mit. Warte hier, wir holen. Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Pfoten nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt, verstanden? Jupp. Gegenangriff! Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Fall! Was ist das? Oh. Alle feindlichen Panzer zerstört! Gut gemacht! Ja, jetzt muss ich ja nur noch diesen Chip hier wegholen. Ah, ich muss ihn noch messen. Zack. Ah. Habe ich noch einen gemessert. Also ich noch nicht drauf gehören. Also wo ich das nicht geletzplayt habe, fand ich es viel geiler. Irgendwie. Achso, hier lebt er. Hintereinander gehen und Augen offen halten. Verstanden. Geh nach. Komm. Irgendwie tönt es mich gerade nicht wirklich an. Ich bin getroffen! Bordgeschütz! Nach rechts! Nach rechts! Über die rechte Flanke ausschwärmen! Feuerschutz! Alter, warum kann ich nicht drauf schießen? Das Visier doch mit dauernd weggedreht vom Spiel. Und ich verstehe nicht warum. Lass mal hier Granaten holen, komm. Alle Mann raus
Na, was? Alter, ich hab doch zuerst gemessert. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Diese Russen, Alter, und ihre scheiß Messer. Schüsse aus Klauter sind nicht so präzise wie Schüsse mit Hilfe der Visierung. Zeigt Disziplin. Alter, hört mich doch mal an. So. Geht's hier weiter? Kein Tor. Achtung, Leute, wir haben Kontakt! Bordgeschütz, nach rechts, nach rechts! Über die rechte Flanke ausfahren! Feuerschutz! Ich würde hier weg sein. Okay, es geht anscheinend. Vorhin ging es nicht, weil wie gesagt, ich bin sehr hektisch wurde. Alter, ich sehe ihn schon. Die AN94 ist schon eine geile Waffe. Wäre aber glücklicher, wenn der Visier besser wäre. Also da war ja mal. Ich habe Angst, dass ich gemessert werde. Und ehrlich zu dir. Okay, da ist er dann. Also ich rück an und der stirbt. Was ist das denn für eine Scheiße? Jo, Visier, aber nicht das Richtige. Alter Vater! Geht kein größeres Visier. Warte, was ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Wollt ihr mich verarschen? Na komm, wir machen ein bisschen auf Sniper mit. Gut, das war unser. Okay. Ich brauche eine neue Waffe. Rambo! So, das ist die richtige Waffe. Nein, nicht drauf gehen. Nein, 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 n
Fall mit der RPG kann. Boom! Alter, müssen wir jetzt hier eine Munition holen. Jetzt machen wir den restlichen eigentlich mit. Die restlichen Soldaten mit das nur holen. Ich glaube, da gibt es das keine Einwände zu. Boom, Alter. Ich meine, mit einer Schnur geholt zu werden, das ist schon eine krasse Scheiße. Okay, wir müssen nicht schneiden. Was? Leute, das war's. Alles, alle los. Alle. Ah, das ist doch schon wieder, Mann. Wie langsam sind die denn? Achso, erstmal will er uns hier wieder. Sergeant Campo, okay. Bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut. Meine ich auch. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig. Und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, Scheiße, er kehrt um. Dort verfluchte Kacke! Bewegung! Schnell weg hier. Dagegen richten wir einen Scheiß auf. Wo sind die Stinger? Die Fahrzeuge! Kacke! Er kommt zurück! Wir sind im Arsch! In den Leichtpanzern waren Stinger! Weiter. Das war die letzte! Kommen wir da ran? Wir müssen! Komm schon, Mann, los! Beeilung! Jetzt geht's los! Aber Metkovic hat's auch geholt. Leider. Es war ein guter Mann. Und Campo. Mit Campo waren wir gemeinsam auf dem Dach und haben die Leute gesnappt. Das ist ja ziemlich traurig hier. Steve Campo. Er ist tot. Alter, tu nicht weinen, sonst muss ich wieder hier weinen. Ich weiß, was du denkst. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wären vielleicht beide noch hier. Wir haben Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kaplarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's auch dich. Es liegt an ja, euch. Montes hat es ziemlich kommt ihr jetzt mit, oder was? Weggeholt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's.